bevor ins Horn geblasen wird. An jenem Tag, an dem fast alle großen Zeichen eingetroffen sind. Das Erscheinen von Gog und Magog, Ad-Dajjal und seine Versuchungen, das Herabsenden von Isa a.s., der Kampf zwischen Ad-Dajjal und Isa a.s., das Kommen von Imam Mahdi a.s., der Rauch, das sprechende Tier und das Aufgehen der Sonne im Westen. Die großen Zeichen werden nacheinander eintreten. Es wird zwischen ihnen keine große Zeitspanne geben. So sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, die Zeichen sind wie die Perlen aneinandergereiht auf einer Kette. Wenn die Kette reißt, fallen alle nacheinander zu Boden. Die Zeit läuft ab. Keiner kann fliehen. Und wenn alle Zeichen eingetroffen sind, so wird das letzte Zeichen erscheinen, bevor ins Horn gestoßen wird. Ein Ereignis, wovor es kein Entkommen geben wird. Wenn die Menschen davonlaufen, so werden sie verschlungen. Und was lässt dich wissen, was die Menschen verschlingt? Es wird ein Feuer sein, schlimmer als jedes Feuer, das man jemals in der Menschheitsgeschichte gesehen hat. Unvergleichbar. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, und als letztes davon tritt ein Feuer aus dem Jemen aus, welches die Menschen zu ihrem Versammlungsort treibt. An jenem Tag wird es nichts Gutes mehr auf der Erde geben. Zu dieser Zeit werden nur noch die Schlimmsten der Menschen auf der Erde verweilen. Es wird ein Feuer sein, das die Menschen vom Osten und Westen zusammentreiben wird. Es wird keine Möglichkeit geben zu fliehen. Alle Fluchtwege werden versperrt durch eine Wand aus Feuer. Und wo wird dieser Versammlungsort sein? Sie werden in Syrien versammelt, genau wie der Hirte seine Schafe zusammentreibt. Von Abu Dharr radiallahu an wird berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Syrien ist das Land der Versammlung und der Auferstehung. Die letzte Stunde der Menschheit bricht ein. Und wenn die Menschen dort versammelt sind, so wird ins Horn hineingestoßen und sie sterben. Und dann wird ein zweites Mal hineingestoßen und die Menschen werden wiedererweckt. Meine geehrten Geschwister, wie viele Zeichen Allahs wollen wir noch bekommen, damit wir ihn so ehren, wie es ihm gebührt. Obwohl die Zeit jetzt noch sehr knapp ist, haben wir noch die Möglichkeit, Tauba zu machen und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren. Lasst euch diese Chance nicht entgehen. Noch ist Zeit, sein Konto mit guten Taten zu füllen.